euch ein Brotglück. Hallo ihr Lieben, heute backe ich ein ganz neues Brot mit euch und das nennt sich Hockenheimer Brotglück. Und jetzt geht es zu den Zutaten. Gibt das Bier, das Wasser, ein Ahornsirup und die Hefe. In den Mixtopf. 3 Minuten, 37 Grad, Stufe 2. Und nun kommt der Rest dazu. Die verschiedenen Mehle. Das Öl. Salz. Und die Körner. Und das Ganze wird jetzt 5 Minuten auf Teigknetstufe geknetet. So, der Teig ist fertig geknetet. Und jetzt wird er auf der Teigunterlage noch gefaltet. Dazu bemäht ihr mit dem Streufix die Teigunterlage. Und zum Gehen kommt in eine große Glasschüssel. Darüber stülpt ihr entweder ein Handtuch oder, so wie in meinem Fall, den Stretchfit. Der Teig ruht jetzt gut eine Stunde. Eine Stunde Gehzeit ist vorüber. Der Backofen ist auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt holen wir den Teigling noch aus der Glasschale. Und ihr seht, wie toll das hier aufgegangen ist. Und jetzt wird er gefaltet. Dazu streuen wir die Teigunterlage ein. Erzeugt. Und zwar macht ihr das immer so, dass ihr von oben nach unten einschlagt. Damit oben so eine schöne Spannung. Ihr seht jetzt, hier oben spannt sich das Ganze. Dann gebt ihr den Teig in den Ofenmeister. Schneidet noch ein schönes Muster ein. Mehlt noch etwas obendrauf, weil es einfach für die Optik sehr schön ist. Gebt den Deckel drauf. Das Ganze kommt auf den Rost und das ist Einschubfach in den Backofen und bleibt da drin eine Stunde. Eine Stunde ist vorbei und jetzt holen wir zusammen das Brot aus dem Backofen. Und das ist immer der schönste Moment, wenn ich den Deckel abnehme und sehen kann, was da draus geworden ist. Und es dampft und es ist ein fantastisches Brot geworden. Wichtig ist jetzt, dass ihr das Brot gleich herausstürzt aus der Form und auf dem Auskühlgitter, das sehr hoch steht, ihr seht jetzt, das Auskühlgitter hat Füße, auskühlen lasst. Können die Dämpfe nach unten entweichen, können nach oben entweichen und so muss es sein. So kühlt das Brot jetzt aus. Und ich halte euch jetzt noch ganz kurz in die Kamera für einen Knuspertest. Hört mal. Hört ihr das? Ah, oh, das ist fantastisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen heute vom Hockenheimer Brotglück. Ich zeige euch in Bildern den Anschnitt dann später noch und besucht mich das nächste Mal wieder. Bis ganz bald, eure Martina. Kommt mal her.
hört ihr es knuspern. Und schaut mal, so sieht das Brot jetzt aus. Es ist total knusprig und ganz fluffig innen, weich und fluffig und mit vielen Körnern. Und genau so muss ein Brot sein. Und jetzt probiere ich es. Das ist wirklich ein Brotglück.